Kapitel Nummer 4, die Ausgrabungsstätte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2. Vorne muss das Lager sein. Sieht so aus, als hätten wir hier ein bisschen Besuch jetzt gerade, oder? Habe ich das gerade nur irgendwo gedeutet, dass da jetzt gerade was steht? Ich weiß es nämlich nicht. Okay, alles klar. Warte nur. Eine Sekunde. Chloe. 3 Monate ohne Fund. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Wer bist du denn? Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Oh. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Aber wieso dackelt die gute Chloe hinterher? So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Okay, Kleiner. Showtime. Gute Nacht. Gut, dass er jetzt nicht mehr jammern kann. Okay. Die Frage ist, wie viele... Da steht noch einer. Ja, wir müssen halt... Einer dahinter. Stell dich und kämpfe. Komm doch her. Oh, ich glaube, dass da noch irgendwo einer mit dem Scharfschützgewehr war. Wir nehmen natürlich alles mit an Munition hier. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sally. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Warte mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Warte mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den... Chintamani-Stein aus dem heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht.
Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh, oh. Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Ruf alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Granaten? Wie praktisch. So, meine Granate gezielt zu werfen, halten Sie L2 gedrückt. Verreckt. Sie kommen durch die Mitte. Durchsucht das ganze... Sie kommen von rechts. Von rechts auch noch. Ist du das Sully oder ist das der... Das Sully da oben, okay. Schon gesehen. Haben wir den Typen jetzt? Ja. Ach, um Himmels Willen. Gute Nacht. Warte mal, die kommt von da. Da sind zu viele für mich, Kleiner. Sie haben Verstärkung geschickt. Bleib zurück. Ich helfe dir von hier aus. Ich brauche mal Muni irgendwie. Alter. Oh, das ist doch einer. Du schlägst wie ein Mädchen. Ich kann nicht gesehen erst. Runter.
Gute Nacht, du Tricksack. Welchen Turm? Okay, Sally. Auf die Glocke. Ja, sehr gut. Da machen wir es halt so. Mal den auch erledigt. Wir nehmen natürlich alles an Munition mit oder was alles, was hier so rumliegt. Nee, warte mal. Die AK nehme ich lieber mit. Schrotflinte ist für mich eher kontraproduktiv, weil ja. Die nur aus der Nähe relativ gut ist und aus der Distanz keine Chance. Gut, weiter. Warte mal. Jetzt muss ich gerade gucken. Da geht er lang. Okay. Übrigens suche ich jetzt nicht explizit das Schätzen. Also wenn irgendwas aufblinkt vor mir, ja gerne. Aber ich werde jetzt nicht die ganze Zeit die ganzen Dinge absuchen und hier nach Schätzen graben und suchen. Da geht's weiter. Okay. Oh, Sally. Sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Na dann. Weiter. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? So, warte. Na dann. Dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle so. Kommt ihr jetzt runter, oder? Wir haben Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Muss irgendwo ein Hinweis sein.
Jo, flapflaps. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Was haben wir hier? Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Die Öllampe aus Kapitel 2. Sally, ich brauche Licht. Lumos. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Gab es einen Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Gut, dann machen wir das doch mal. Warum zur Hölle habe ich das blöde Gefühl, dass ich momentan niemandem vertrauen kann? Wir haben es am Anfang gemerkt durch Flynn. Und ich vertraue auch Flynn. Ich vertraue auch Chloe nicht, kein Deut. Kein Meter. So, ist richtig hier? Musst du gerade gucken, wo. Ne, warte mal, hier kam er her. Hier sind wir lang. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Schau mal, was ich da habe. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Na, dann drücken wir. Soll ich boosten? So, weiter. Die Spur führt hier rein. Mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Die Geschichte hatten wir schon mal. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Mensch, Alter. Deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Du weißt schon, spirituelle. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal.
Ja. Allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay. Gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay. Bis dann. Auf geht's. Weiter. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Dann nah hoch, folgen wir ihr mal. Aber nochmal, ich traue ihr keinen Meter. Wir sind einfach zu oft schon mittlerweile verarscht worden von angeblichen Freunden. Sag ich. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du, Victor, verdammt, Sullivan. Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Sag ja, ich vertraue dir alle nicht. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los. Es kann aber auch natürlich dazu da bedeuten, dass sie versucht gerade so als Doppelagentin zu arbeiten und sich jetzt gerade hier so ein bisschen den Arsch rettet. Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft. Auf geht's. Ich mag sie. Ja, genau dein Typ. Ich nicht. Noch nicht. Glaube ich nicht. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Eieiei, aber ich wird gerade geschossen. Nee, ist keine Zeit, sich auszuruhen. Geh weg. Eie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 
Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Snake? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wäre ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Wir sind nicht alleine. Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Aua! Nee, alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist! Und Kapitel Nummer 5 sehen wir uns an. Morgen um, ich glaube um 22 Uhr. Naja, oder 22 Uhr, wie auch immer. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Tschüss.